Hallo Freunde, und dies ist mein erstes Gitarrenvideo. Ich besuche seit Dezember 2017, also sind jetzt schon 3 Monate, genau volle 3 Monate, eine Gitarrenschule, also Gitarrenunterricht. Und ich möchte einfach eine Reihe Videos bringen, wo ich euch die Sachen, die ich gelernt habe, zeige. Und auch für mich selbst vielleicht den Fortschritt festhalte, wie weit komme ich und wie schnell. Heute fangen wir an mit dem Lied Lady in Black von Autor Ken Hinsley. Und früher war er in der Band Uriah Heep, aber mittlerweile singt er das auch alleine, ohne die Band, beziehungsweise mit einer anderen Band. Also ich spiele das Lied mit einem Capo Duster auf dem dritten Bund und einem Plektrum. Das Lied beinhaltet 2 Akkorde, also Akkord AM. So, und der zweite Akkord, den ihr braucht, ist der G-Akkord. So, wie spielt man das? Mit der rechten Hand macht man folgendes: runter, runter, rauf. Rauf, runter, rauf. So, und das ganz schnell. Und das wiederholt man einfach so oft, bis man es richtig schnell kann. Wer es ein bisschen schwieriger haben möchte, oder wenn man dann schon das ganz gut kann, kann man sich ein bisschen steigern. Und zwar statt dem ersten runter macht man einfach die Bassseiten anschlagen. Nur die Bassseiten. Zack. Und dann nur die hohen Seiten. Also Bassseite, zack. Bassseite. Und dann muss man das noch ein bisschen einen Abstand nach dem drin machen, kurz, und dann ganz schnell. So. Und dann gibt es so ein bisschen, ich weiß nicht, das spielt sich dann das Ganze ein bisschen flockiger, ein bisschen spaßiger. Im Idealfall seid ihr natürlich besser als ich. Ich bin noch, wie gesagt, erst 3 volle Monate dabei. Und wo genau ihr die Akkorde wechseln müsst, zeige ich euch einfach am Ende unter dem Video. Ihr macht, wie gesagt, folgende Bewegung. Also dabei, bei der letzten Bewegung nach oben, tut ihr die Finger weg vom Akkord. Und wechselt den Akkord dabei. Also da, nur aber da, wo natürlich der Akkord gewechselt gehört. Also einfach. Das kann man einfach üben, wenn man praktisch einen Akkord spielt und dann. Finger weg erstmal bei der letzten Hochbewegung und dann steckt man die Saiten leer an und zack, bei der nächsten Abwärtsbewegung habt ihr schon einen neuen Akkord drin. Ja. Und wo ihr genau den Akkord wechseln müsst, steht dann unter dem Video, seht ihr dann am Text. Also, so soll das Ganze aussehen. Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I don't know.
das war's, das erste Lied. Ich hoffe, es hat euch gefallen, soll vielleicht ein paar Leute inspirieren, vielleicht auch mal mit der Gitarre anzufangen. Ist wirklich schon immer ein Traum von mir gewesen, mal Gitarre lernen, spielen zu lernen. Und ich wusste eigentlich gar nicht, dass es so leicht ist. Man muss einfach nur ständig üben, die ganze Zeit, jeden Tag 10 Minuten vielleicht, wenn man immer ein Lied, wie gesagt, das Schrubben erstmal üben, dann die Akkorde wechseln. Kann man auch, wenn man zum Beispiel im Fernseher guckt, dann kann man das auch üben, zack, hin und her, die Finger hin und her. Und irgendwann mal hat man es einfach drauf. Ich habe es noch nicht drauf, aber ihr habt das sicherlich ganz schnell drauf. So, Freunde, ich hoffe, es war interessant. Vielleicht fangen ein paar von euch mit mir zusammen an und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Gucken. Macht es gut, Freunde. Tschüss.